Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Heute können wir wieder ein bisschen weitermachen, denn ich habe neue Dinos. Und dazu haben wir heute einen speziellen Gast, sage ich jetzt mal, Boss Alarm. Der Triceratops ist da. Ob es jetzt ein neuer ist, werden wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen. Aber bevor wir jetzt da wirklich reingehen, zeige ich euch meinen ganz speziellen Dino, den ich seit mehreren Tagen da drin hatte. Und zwar ist der Segnosaurus. Ich glaube, so hieß er, weil, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er rauskommt. Da ist er. Es ist ein weiterer Teretinosaurus, so ähnlich. Bloß ein bisschen, ich weiß nicht, die Krallen sind auf jeden Fall kleiner. Und irgendwie hat er mehr was so eine Ente. Okay, stark ist er jetzt nicht so, aber pass, ja gut. Den lassen wir jetzt einfach mal hier unten, damit er hier unten chillen kann. So, was bist du denn? So, lass ihn mal streicheln. Guck mal, da freut er sich. Ey, aber irgendwie hat er was. Och, kleiner Süßer, lass ihn einmal schlagen. Ey, der hat wirklich was. Alter, der wird doch am Ende übelst hübsch sein. Habe ich den letztens freigespielt? Ich weiß es nicht. Okay, der Segnosuchus, Postosuchus, habe ich sogar schon hingebracht. Die Frage ist, kann ich einen davon kaufen? Okay, warte mal, war der nicht letztens drin? Ich könnte schwören, der war... Ah, hier, genau, das war es. Ich komme gut voran und den werden wir auch freispielen, denn dann können wir ihn weiterentwickeln. Und ey, ganz ehrlich, ich will seine letzte Form, will ich sehen. So, mein Kleiner isst ein bisschen. Ach, guck mal, ja, es ist genau wie der Teretinosaurus. Bloß ein Ticken hübscher. Und am Ende, glaube ich, wird er auch hübscher sein. Aber der Teretinosaurus sieht am Ende auch hübsch aus. So, weiter werde ich ihn nicht hochmachen, weil der scheint noch echt schwach zu sein. Deswegen halt ist es nicht nötig, den erstmal hochzuklatschen. So, dann gehen wir einmal hier hin. Einlösen. Bitte gib mir was Gutes. Ja. Danke. Nimm ich mit. Ja, nimm ich auch mit. Ah, Mann, warum kein Dino? Und den knallen wir jetzt auch erstmal raus hier. Und den nächsten, den werde ich euch gleich erstmal zeigen. Den Indominus Rex habe ich hier auch nochmal drin. Ja, ich hatte einen weiteren gekauft, aber wir gehen hier erstmal rein. Wir kämpfen ein bisschen. Die Starken nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir brauchen noch ein paar. Wir wollen heute gleich kämpfen. So, Vulkan 19. Dein Aussehen kommt mir nicht bekannt vor. Leute, da müsst ihr mir immer weiterhelfen. Ich bin mir halt nicht immer hundertprozentig sicher, aber den haben wir doch noch nie bekämpft, oder? Also klar, in der anderen Optik, aber so? Der sieht gut aus. Na komm her, schlag mich doch. Das ist mir doch egal. Er hat gar keine Chance. Bis jetzt. So, dreimal, let's go. Was willst du machen, Vulkan? Komisch, dass er überhaupt den Namen Vulkan trägt. Aber egal. Ein Vulkan scheint sehr brachial zu sein. Aber er hier, na, nicht der. Ja, komm her, zeig jetzt, was du kannst. Du siehst da hinten so böse aus, aber ich glaube, bist du gar nicht. Oh doch, er greift an. Ich wusste es. Yo, glaubt ihr... Hä? Schwächling, wa? Gut, kusch dich mal. Naja, wir haben noch nicht getötet, aber trotzdem. Alter Schwede, das ist der erste, wo ich sagen kann, ey, yo, bist gerade ziemlich schwach gegen uns. So und nicht anders. So, noch einmal bitte. Ah, okay, diesmal hat er ein bisschen geblockt. Kein Problem, hat er jetzt seine 6 Punkte. Von mir aus. Was tust du damit? Angreifen. 5 Punkte. See. So, dann hat er jetzt noch 1 Punkt. Rest in Peace, mein Kleiner. Troodon, komm her. Let's go. Wir werden jetzt hier nicht komplett angreifen. Wir werden aber kurz gucken. 1... 2, okay, 3, 4, es passt sogar. Dann kann der Metria seine letzte Attacke, also komplett angreifen. Rest in Peace, mein Junge. Steh wieder auf. Ey, wo ich das gerade im Hintergrund sehe, denke ich sofort an Lego Jurassic World. Eieiei. Ja, komm doch her, was brauchst du so lange, hä? Ah, da steht er wieder. Boah, Stufe 2. Holy moly, der braucht am längsten, um aufzustehen. 5 Punkte. Er setzt 4 ein. Oi, 3. Was? Okay, er hat noch 2 Punkte. Pass auf, wir machen All-In. Oh, der Metrialong, der hat so eine eklige Grafik. Guck mal hier, man sieht diese ganzen Pixel. Guck mal, oh Gott, bitte scher dich weg. Ich hoffe, der sieht am Ende besser aus. Nee, der sieht echt weird aus. Überall, der hat schuppige Pixel.
Aber egal. Später siehst du besser aus. Erhoffen wir es mal. Und bleib doch bitte liegen. Schade, wir sehen seine letzte Attacke nicht. Aber cool, er wird uns jetzt töten. Komm, mach jetzt dem ein Ende. Ja, Bossstufe 3. Komm, gib mir die Punkte. 5 Punkte hat er jetzt. Er wird... Oh Gott, 389 haben wir in Energie. Weg mit dem. Dankeschön, Vulkan. Dankeschön. So, da ist er. Hübsch ist er auf jeden Fall. Genau, den kenne ich ja noch. Aber das ist ja jemand anderes. Keine Ahnung, wie gesagt halt. Ich vergesse auch vieles. Aber ist gut, dann ist manche Sachen für mich neu, obwohl ich schon kenne. Das ist halt gut. Alter, 60.000 schon wieder in der DNA. Sehr schön. Ach ja, hier mit dem hier. Ich komme nicht wirklich voran. Also ich habe hier schon einiges erledigt, aber... Ach stimmt, das war ja Juggernaut. Stimmt, der hieß ja so. Ja gut. Ja, wie gesagt, ich komme damit langsam voran. Wir müssen halt noch ein paar Sachen machen. Aber ich denke mal so in... Ja, 6 Folgen vielleicht, dass wir ihn haben. Oder vielleicht sogar in 5, I don't know. Es wird sich ein bisschen halt hinauszögern. So, dann, warte mal, kann ich den hier irgendwie hochklatschen? Pass auf, geh mal raus hier. Dankeschön. Du musst doch Platz für jemand anderes machen. Danke dir. Ey, aber so haben wir schon mal 2 Stück. Das bedeutet, den können wir auf seine nächste Stufe bringen. Warte ich aber noch ab, weil, wie gesagt, mit den Punkten und so weiter... Damit war... Ne, ich mach das mit der Tagesmission. Bam, siehst du, schon wieder eine fertig. Was ich noch sagen wollte, viele fragen, mach doch jetzt einen Indoraptor. Ey, ich bin am Überlegen, den zu machen, aber ich habe keinen Plan, weil, guck mal, ich gebe jetzt diese Punkte auf und den Indominus Rex. Das bedeutet, mein stärkster Dino ist weg vom Fenster. Ich habe zwar dann noch ihn, aber ey, der ist bis jetzt noch nicht mal annähernd so stark wie der andere. Okay, er ist auch schon stark, aber halt, wie gesagt, nicht so stark. Guck mal, wir können wenigstens hier Bakulitis auf die nächste Stufe bringen. Warte mal, sofort kreuzen. Wait a minute. Mache ich den jetzt hoch in seine neuen Stufe? Ah, warte mal, wir haben so 2 Stück. Okay, pass auf, ich mache den noch nicht hoch, weil so haben wir jetzt noch 2 Indominus Rexe. Problem ist halt, wir brauchen noch weitere, um den hier auch erstmal hochzumachen. Deswegen... Wir warten ein bisschen. Ich habe 60.000, wie gesagt halt. Sobald es ein Angebot ist, bam, kaufe ich den nächsten. Mache ich locker flockig. Ich denke mal, jeder von euch kennt ihn. Oder vielleicht einige. Ich sag nur, Spinoraptor. Und den habe ich neu bekommen. Leider nicht für immer freigeschaltet, soviel ich weiß. Aber das ist er. Du siehst ein bisschen ulkig aus. Also mit seinen Augen. Ich glaube, der weiß gar nicht, wohin damit. Ja, ich meine dich. Gut. Stark ist er jetzt nicht so... Wir gucken mal gleich, indem wir ihn hochmachen. Oh, warte mal. Ja, wie gesagt halt, ich sag immer mit aufräumen, aber ihr kennt mich. So, das ist er. Ja, hi. Gefällt dir, ne? Alles klar. So, dankeschön. Hey. Alter. Das hätte ich nicht erwartet. Ist mal ein bisschen. Ich könnte dich eventuell noch ein bisschen stärker machen, aber ist erstmal. Ey, schöne kleine Süße. Der Spinoraptor also. Ja, das Dumme ist halt wirklich nur... Ja, ich habe ihn nicht freigeschaltet, Mann. Schade. Ja, ja. So, einmal schlagen. Ja, man kennt es ja, wie bei einem Raptor. Sehr schön. Kreuzung. So, den Spinotasuchus. Ey, ich habe sogar fast 2000 dafür. Jetzt heißt es nur, irgendwie muss ich den freischalten. Habe ich aber bis jetzt noch keine Idee, wie. Aber egal, wir gehen erstmal in eine Kampfstufe 75 rein. Ja, ich habe die nächste Stufe erreicht und den Ceratosaurus. Den schalten wir frei. Oh mein Gott. Wir gehen mit der kompletten Indominus Rex Familie rein. Ich glaube, ansonsten habe ich keine Chance, das zu machen. Die haben zu viel in Angriff. Zu viel. Gut. Höchste Konzentration. Alter, Cerato. War der gerade größer als mein Indominus Rex? Sah das gerade nur so aus? Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Das sah gerade echt so aus. Alter Schwede. Okay, er wird aber am Ende ein kleiner Süßer sein. Er sieht halt nicht so ultra nice aus. Aber ey, was will man erwarten? Ist der Ceratosaurus? Er sieht schon gut aus. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. So. Jetzt muss ich mich kurz mal konzentrieren. 6 Punkte. Gut, unser Indominus Rex ist weg.
Ja, schade. Gut, aber Kollege, du bist jetzt auch weg. Und ich habe noch meinen verdammt starken Indominus Rex. Und ja, das nehmen wir erstmal mit. Dann, mal gucken, er hat 800. Er weiß ja nicht, was ich mache, deswegen gehen wir so rein. Ist egal, wenn der Indominus Rex jetzt in der zweiten Generation stirbt. Hauptsache, wir haben unseren richtigen Indominus Rex noch. Wir hätten ihn sogar noch ein bisschen hochklatschen können, aber... egal, man kann nicht alles haben. 4 Punkte. Sehr schön, und somit kann ich dich ein bisschen angreifen. Dankeschön, mein Kleiner. So, wenigstens ein bisschen Energie wegmachen. Ah, ist noch nicht tot. Und er ist tot. Okay, der Indominus Rex, den ich jetzt mitgenommen habe, der letzte, den hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Oha, Suchorypteros. Du gefällst mir. Hab ich den? Gucken wir gleich mal nach. Warte mal, wir machen natürlich so. 4-mal angreifen. Schade. Okay, gehen wir gleich nochmal rein. Töte mich. 1178 in Angriff. Respekt für so einen kleinen. Aber er sieht schon fett aus. Ja, ja, sogar spektakulärer als der Indominus Rex. So, aber Kollege, gegen den hast du keine Chance. Er sieht sogar besser aus. Und deswegen halt... Sayonara. Auf Wiedersehen. Er macht's schon. Und dann, ja, ganz genau. 21.000. Gute Nacht. Perfekter Sieg. Für uns. Dankeschön. Gib mir jetzt mein Zera her. Dankeschön. Er sieht bis jetzt auch ein bisschen strange aus, von der Grafik her. Und, aber wir haben schon gesehen, er sieht anders aus als der Metria Kantosaurus. Ja, hier ist er ja schon. Die haben aber beide dieselbe Optik, wa? So, Stärke gegen den... Oh. Ja, okay, ey. Er hat zwar 1300 in Angriff, aber nur 1400 in hier seine Energie, aber er hat 3300. Gefällt mir. Kann ich dich ausbrüten? Oh, so, sehr schön. Okay, die Schildkröte und er wird kostet am meisten, ne? Kein Problem. Bakulitis, dich wollte ich vorhin hochmachen. Kannst du jetzt machen. Komm, 30. Let's go. Owen, bitte kannst du dich drum kümmern. Ich habe gerade keine Lust dazu. Er ist fertig. So, gut. Dann knallen wir den jetzt ganz kurz hoch, weil vielleicht können wir den in seiner vorletzten Phase mal angucken. Stark ist er noch nicht. Wir kennen ihn ja alle. So, 47. Das gefällt mir. Das gebe ich gerne für ihn aus. Und geht doch. Ich denke mal, sie wird sich nicht groß verändern. Aber sie hat schon mal die nächste Stufe erreicht. Bakulitis. Schöne Farm hast du bekommen. Ah, es hat schon wieder High gemacht. So, gut. Also wie gesagt, ich schaue ja immer halt an, was sich wirklich verändert hat. Aber der Panzer hat sich verändert. Und ein bisschen mehr Farbe hat sie im Gesicht bekommen. Aber ziemlich unspektakulär gegen den Rest. Naja, stark bist du immer noch nicht. Ha, Bakulitis, hau rein. Castornis. Hi. Ah, ich glaube, du kostest aber mehr, oder? Oh, 47. Komm, den können wir noch hochmachen. Hat ein bisschen was gekostet, aber ging noch klar. Vielleicht hat sich's ja gelohnt. Zeig dich, Castornis. Wurdest du gerade von grau zu braun? Ey, 477 Energie. Sehr, sehr wenig, aber 447 in Angriff. Ist krass für den Kleinen. Zeig dich mal. Ja, du wurdest von grau zu braun. Ja, gut. Ja, gut, wie es natürlich zum Schluss ausschaut, das werden wir dann später sehen. Sobald wir den über... Warte mal, freigeschaltet haben wir den ja, glaub. Töte nochmal so eine Ratte. Dann komme ich... Ja, Gaston ist nicht freigeschaltet. Kacke. Ja, dann mache ich schon mal für die nächsten Folge. Packe ich den hier mal rein. Der wird ein bisschen mehr kosten, wa? 80. Ja. Gut. So. Dann wollen wir doch mal ganz zum Schluss nochmal sehen, was die neuen Dinos so drauf haben. Ich glaube zwar nicht, dass wir diesen Kampf gewinnen können, aber eventuell gibt es ja noch eine kleine Chance. Ich habe nur Level 10 Dinos mit und Segnosaurus mit Level 2. Und da kommen natürlich die Level 5, 34er und 25er. Ja, natürlich. Kann man so machen. Ey, Segnosaurus, ich hätte dich ein bisschen stärker machen müssen. Ich hätte dann vielleicht dieselben Gegner kriegen können. Bitte bau kein Mist. Vielleicht überlebt er das. Problem ist halt, einen harten Angriff und er ist tot. Oh Gott, er kann jetzt sogar sterben.
Wenn er jetzt zweimal angreift, bin ich tot. Bitte, Limno, mach es nicht. Ich lebe noch. Hi, Limno. Das hättest du nicht tun dürfen. Denn ich werde dich jetzt vernichten. Muss ich machen. Segnosaurus, dein erster Sieg gehört schon mal dir. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. So. Titanobor. Wie ihr es ja immer sagt. Titanobor, das sag ich ja immer. So, zwei Punkte. Wir werden auf jeden Fall dead sein. Er wird nur einen Punkt setzen. Weil wir gerade im PvP sind und da denkt die KI einen Ticken anders. Ein bisschen. So, ein Punkt. Prionosuchus. Okay, was tue ich? Er hat noch einen Punkt. Er weiß nicht, was ich mache. Pass auf, Risiko. Oh ja, das wird richtiges Risiko. Vier Punkte. Oh, das wird richtig. Wenn er jetzt angreift und mich tötet, das bedeutet, unser Spinoraptor schafft es nicht. Dankeschön. Vier Punkte hatte er. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte jetzt natürlich eins, zwei, dreimal. Eins. Noch einmal. Ich muss noch einmal machen. Ich weiß halt nicht, wie er darauf reagiert. Deswegen halt. Ciao. Ging nicht anders. Schade, wir sehen keine letzte Attacke. Oh mein Gott, Lappi. 317 Energie und 109 in Angriff. Ach, Sünde. Sechs Punkte hat sie. Was tust du, hä? Ach, Sünde. Da setzt sie die ganze Punkte ein. Spinoraptor. Moin. Das bedeutet, Kollege, du darfst einmal, zweimal auf Verteidigung setzen. Den Rest sparen wir uns. So, er hat jetzt nur vier Punkte. Ja, okay, wir hätten sogar noch mehr machen müssen. Aber ist nicht schlimm. Er ist tot. Ja. Labi, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Spinoraptor, das ist auch dein allererster Sieg, ja? Gegen einen Dino, den du noch nicht kennengelernt hast. Ich komme nicht klar auf seine Augen. Was haben sie mit dir gemacht, mein Freund? Eieieiei. Psycho. Wow. Wieder essen. Mehr können wir auch eigentlich nicht machen. Klar, man könnte jetzt hier noch öfters reingehen und dann das machen und dies machen. Aber man kennt das ja schon. Ja, dann muss ich halt gucken, was ich jetzt für die nächsten Folge mache. Ich habe ja was in Planung. Und auch noch mit Level 40er Dinos, die halt richtig geil ausschauen. Gucken aber, was ich mit den Indominus Rex mache. Wie gesagt, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. So haben wir noch zwei Stück. Insgesamt drei Stück. Und ja. Aber Freunde, das war es erstmal von einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.